Hallo und herzlich willkommen zum New Management Talk heute am 28. Mai. Wir haben ein schönes Thema, wir haben ein spannendes Thema. Wir unterhalten uns heute über Teams und über die Frage, welche Rolle, welche Bedeutung Teams für den Unternehmenserfolg haben und warum das so ist. Und dann wollen wir gerne auch noch einen Deep Dive machen in die Frage, was aus Teams High-Performance-Teams macht, auf die ja alle so scharf sind, und was ein High-Performance-Team eigentlich ausmacht. Und das Ganze bespreche ich mit Professor Patrick Müller von der Hochschule Stuttgart, den ich herzlich begrüße. Ich freue mich, dass du da bist. Patrick ist Wirtschaftspsychologe und beschäftigt sich neben anderen Themen seit einiger Zeit intensiv eben mit der Frage rund um Teams, Team-Performance und alles, was damit zusammenhängt. Die kommende halbe Stunde wollen wir uns also intensiv mit diesem Thema beschäftigen. Wie immer gilt, wir freuen uns sehr, wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Kritik direkt hier reinspielt, auf die wir dann eingehen können, am besten über den Live-Chat in YouTube oder als Kommentar bei LinkedIn. Aber jetzt gehen wir richtig rein. Herzlich willkommen, Patrick. Vielleicht magst du noch ein paar Worte zu deiner Person sagen und was du so machst. Ja, also erstmal danke, dass du mich eingeladen hast. Es freut mich sehr, dass ich dabei bin. Heute, du hast schon gesagt, ich bin Professor an der HfG Stuttgart, Hochschule für Technik in Stuttgart, für Wirtschaftspsychologie, also unser Verschmelzen zwischen betriebswirtschaftlichen Aspekten und Psychologie. Ich beschäftige mich dort vor allem mit den Themen von Resource Management. Da kommen wir heute, glaube ich, ein bisschen drauf. Und Methodenlehre, also statistische Ausbildung von Studierenden. Und das ist eigentlich auch so das, was mich so interessiert in meiner Forschung und in meiner Arbeit. Wie können wir die Sachen aus dem HR, die ja doch relativ schwierig zu messen sind und zu analysieren sind, wie schaffen wir das messbar zu machen? Und wie können wir das analysieren? Und wie können wir daraus natürlich auch Modelle bauen, die uns Vorhersagen in Zukunft ermöglichen, um dann eben zum Beispiel die Performance zu steigern oder Zufriedenheit unserer Mitarbeiter. Damit wären wir eigentlich schon bei zwei Themen, nämlich Zufriedenheit in Teams und daraus folgend die Performance oder vielleicht sogar die High Performance. Kommen wir ja später noch drauf. Aber zum Einstieg, was interessiert dich, was fasziniert dich vielleicht an diesem Thema Teams und Zusammenarbeit in Teams und was bringt dich dazu, deine Zeit mit dieser Frage zu verbringen? Also ich finde das einfach, Teams sind aus meiner Sicht, und da bin ich glaube ich nicht ganz alleine, ein essentieller Treiber der Performance von einer modernen Organisation. Und also das ist so ein bisschen, man könnte das auch so als eine Kraftzelle in unserer Organisation sehen. Da kommt ein ganz großer Teil unserer Innovationskraft, unserer Kreativität, aber auch unserer Leistung kommt daraus. Und gleichzeitig sind aus einer psychologischen Sicht Teams eine sehr komplexe Gruppenstruktur, die gar nicht so einfach zu managen ist. Und das weiß jede Führungskraft, kennt dieses Problem, dass Teams durchaus auch nicht so ganz einfach zu leiten sind, haben eine ganz eigene Gruppendynamik und das macht es natürlich total spannend. Das ist eine sehr, wenn es gut funktioniert, dann haben wir sowas wie High-Performance-Teams, wahrscheinlich die beste Art, wie Menschen zusammenarbeiten können. Wenn es nicht so gut funktioniert, haben wir ganz andere Dinge. Und das macht es natürlich so spannend. Was ich ja interessant finde, ist, dass seit einigen Jahren und in den letzten zwei, drei Jahren besonders intensiv eben das Thema Teams und Zusammenarbeit in Teams und eben auch das Team als die eigentliche Kraftzelle oder Teams als eigentliche Kraftzellen von Unternehmen in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt sind, obwohl ja die Tatsache, dass Menschen gemeinsam an etwas arbeiten und nach vorne gehen, etwas ist, was es seit Hunderten von Jahren, wenn nicht Tausenden von Jahren gibt. Und auf einmal rückt das so ins Zentrum. Also wie du sagst, also wir machen das schon seit Tausenden von Jahren, also wahrscheinlich sogar schon seit Millionen von Jahren. Also die ersten Teams waren wahrscheinlich die Gruppen, die zusammen gejagt haben oder zusammen gesammelt haben. Die haben auch schon ganz gut zusammengearbeitet. Die haben sich wahrscheinlich noch nicht Team genannt, aber hatten ähnliche Themen.
Ja, also wir haben das schon immer und trotzdem kommt es gerade wieder so ein bisschen, und ich sage jetzt wieder ganz bewusst, wird das gerade wieder ein Thema oder ist schon über die letzten Jahre zu einem Thema geworden, und ich glaube, das kommt einfach in Wellen. Ja. Es ist eine Reaktion auf bestimmte Needs, die wir einfach auch als Organisation haben. Wir leben in bestimmten Umwelten, die sich verändern, und dann werden Teams, ja, ich sag mal, moderner oder weniger modern, und zurzeit leben wir wieder in einer Zeit, wo wir Teams brauchen und wo das ganz essentiell ist, dass wir gut funktionierende Teams haben. Und deshalb ist dieses Thema wieder so nach vorne gerückt. Das war ein paar Jahrzehnte mal nicht so, oder, und jetzt ist es wieder ganz weit vorne. Ich denke, es wird auch noch eine ganze Zeit lang so bleiben. Also, wenn du magst, kann ich da dazu ein bisschen was sagen, warum ich glaube, dass das so ist, aber vielleicht Nee, auf jeden Fall. Das interessieren dich auch andere. steht ja quasi im Zentrum von unserem Gespräch. Aber bevor wir jetzt da ein bisschen tiefer in die Analyse einsteigen oder in die Bewertung, nochmal eine Frage. Ich hab 5, 6 Menschen, die sitzen zusammen, aber das macht sie ja noch nicht zum Team. Also, was ist denn das, was ein Team ausmacht? Also, wenn 5, 6 Menschen zusammensitzen, haben wir eine Gruppe von Personen. Das ist immer mehr als 2 ist eine Gruppe. Und aus dieser Gruppe wird ein Team, aus meiner Sicht, wenn wir das, wenn diese Gruppe ein gemeinsames Ziel hat, in gewisser Weise auch gemeinsame Verantwortung hat für Themen, wenn sie bis zu einem gewissen Punkt auch überlappende oder mehr oder nicht mehr, nicht mal so sehr überlappen, sondern eher so komplementäre Skillsets und Kompetenzen haben. Also wenn sie wirklich sich gegenseitig auch brauchen, wenn wir das, was wir Interdependenzen nennen, in dieser Gruppe drin haben, dann haben wir ein Team, das, und was wir ganz oft noch mit Teams zusammenbringen, was jetzt nicht zwingend erforderlich ist, ist aber, dass sie sich zumindest bis zum gewissen Teil auch selber managen. Das ist jetzt nicht immer dabei der Fall, aber so ein bisschen was von dieser, von dem, wie sie sich steuern sollte, eigentlich aus dem Team rauskommt. Dann finde ich, haben wir ein Team. Heißt es, ein Team ist etwas, was man gezielt zusammensetzen muss oder etwas, was eben aus einer Gruppe entsteht, sobald ein gemeinsames Ziel ist und wenn es nur das ist, den Arbeitsvertrag zu erfüllen? Also manche Teams entstehen genauso, wie du das gerade beschreibst. Also die sind irgendwie zusammengewürfelt, und die sind ein bisschen Glück und ein bisschen auch so, ja, so eine Selbstselektion. Der eine geht raus, dafür kommt einer nach, der bleibt dann länger, weil es ihm dann gefällt. Und dann haben wir irgendwann ein Team, und die haben dann auch so ein gemeinsames Ziel, und die verlassen sich aufeinander, und die haben auch unterschiedliche Skillsets ausgebildet über die Zeit, weil sie sich auch ein bisschen vertrauen, und dann merken, dass es besser, wenn immer das der eine macht, und ich kümmere mich um das. Also das heißt, Teams können wachsen. Aus meiner Sicht macht es halt mehr Sinn für eine Organisation, das auch ein bisschen zu steuern und mir gezielt eben Teams aufzubauen. Und ein Team entsteht nicht dadurch, dass ich jetzt sage, ihr seid jetzt ein Team, sondern das ist ein Prozess, das dauert auch eine Zeit lang, ein Team aufzubauen aus einer Gruppe von Menschen. Und das kann ich als Organisation nicht komplett managen, aber ich kann es zumindest, ich kann es anregen, ich kann den Raum dafür bilden. Und das finde ich, sage ich mal, für eine Organisation den besseren Ansatz, als einfach mal zu warten, ob da ein Team wächst. Also, Eins der großen Themen rund um Teams in den letzten Jahren war ja die Frage, soll es möglichst homogen sein oder möglichst heterogen, also möglichst divers oder möglichst ähnlich. So, also aus deiner Beobachtung, aus deiner Forschung, ist es besser, ich habe 5 komplett unterschiedliche Menschen oder ich habe Menschen, die sich im Kern doch ähneln? Das ist eine komplizierte Frage oder einfache Frage, komplizierte Antwort. Es kommt immer so ein bisschen darauf an, worauf die komplementär sind und worauf sie unterschiedlich sind. Also ich glaube, ein Team macht wenig Sinn, wenn du von den Skillsets her Leute hast, die alle das Gleiche machen. Das ist eine klassische Workgroup, die kann ich auch anders koordinieren in der Organisation.
Es macht also Sinn, dass sie auf so einem Skill-Level, auf dem, was sie was können, auf ihren Kompetenzen her, dass sie sich da natürlich auf jeden Fall ein bisschen unterscheiden, damit wir damit Sinn macht, die Leute zusammenzubringen, die dann an was Größerem arbeiten. Also das ist auch einer der Sinn, warum wir ja auch so viele Teams gerade suchen, wenn man einfach vielleicht mal ein bisschen was dazu sagen. Und das heißt, auf dem Level würde ich auf jeden Fall sagen, komplementär besser, als wenn wir sie alle, wenn die alle das gleiche Skillset haben, weil das macht einfach auch betriebswirtschaftlich keinen Sinn. Auf dem Level ihrer Persönlichkeit und ihrer interpersonellen Fähigkeiten, finde ich, und Perspektiven und Hintergründe oder so, finde ich, da kommt es jetzt drauf an, was ich möchte. Insgesamt kommen Menschen besser klar mit Menschen, die ihnen ähnlich sind. Das wissen wir. Und deshalb sind Teams aus Leuten, die relativ homogen sind, funktionieren relativ geräuschlos. Die kommen schnell miteinander klar und dann geht es auch ganz gut. Wir haben wenig Konflikte, wir sind auch ganz zufrieden damit, dass wir da sind. Nur dann habe ich das Problem, dann habe ich lauter Leute, dann habe ich immer, also Pinguine rekrutieren Pinguine, kann man auch sagen. Also das heißt, irgendwann habe ich ein ganzes Team voll mit Pinguinen. Jetzt gibt es halt hoffentlich weiterhin Fisch. Wenn es keinen Fisch mehr gibt, haben wir ein Problem. Und das ist so ein bisschen das Thema, warum wir heute eher gerade in so einer sehr, sehr schnell verändernden, sehr komplexen, sehr auch manchmal feindlichen Welt, wie wir sie gerade merken, eher dazu tendieren, die Teams ein bisschen diverser zu machen, damit mehr Perspektive reinkommt. Dadurch kriegen wir eine größere Base an Ideen, an auch Kreativität, für auch eine Basis für Innovation rein. Und dass wir eben auch auf unterschiedliche, also auf neue Situationen einfach mit unterschiedlichen Perspektiven reagieren können. Das Problem ist dann natürlich, das kennt jeder von uns, wenn ich mit Leuten, die ein völlig anderes Weltbild haben, die vielleicht auch einen ganz anderen kulturellen Hintergrund haben wie ich, die von ihrer Persönlichkeit her anders sind, dann gibt es halt auch mehr Konflikte, dann gibt's muss mehr Kommunikation stattfinden, dann müssen wir mehr miteinander reden, um uns gegenseitig zu verstehen. Dann wird der Prozess des ein Team bilden halt auch ein schwierigerer. Der Weg ist ein bisschen steiniger, das dauert auch alles ein bisschen länger. Aus meiner Sicht ist es aber sehr, sehr oft und gerade heute in Zeiten eben auch absolut wert, diesen Weg zu gehen. Du hast es skizziert, je diverser ein Team, was die Persönlichkeiten angeht, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Konflikten kommt, die im Zweifel dann auch den Erfolg oder zumindest die Performance von dem Team beeinträchtigen. Du hast vorhin schon gesagt, idealerweise managt sich ein Team in Teilen selbst. Was heißt denn Team und Teamleitung, wenn es so etwas gibt, für die Führung? Was muss Teamführung leisten und können? Ja, also ich glaube, also wie gesagt, also in so einem Team ist noch nicht festgelegt, wie wir die Managementstruktur darüber oder wie wir die Leitungsfunktion machen. Also ich kann ein Team durch einen Teamleiter führen lassen, ich kann komplett autonom führen lassen. Also unterschiedliche Arten, wie ich mit dem Team umgehen kann. Es hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich finde immer, es macht gerade in der heutigen Zeit mit den Mitarbeitern, die wir heute haben, mit diesem extrem hohen Level an der Ausbildung und auch an Motivation, mit der die meisten Menschen an ihren Job rangehen, wenig sind, die Leute so zu bevormunden, dass wir ihnen gar keine Möglichkeit zur Mitbestimmung geben. Das heißt, das macht irgendwie wenig Sinn. Von daher brauchen wir so ein bisschen, also macht so eine gewisse Autonomie immer Sinn, weil das auch motiviert. Wenn man auch, also ich finde, also wir wissen eben gerade aus der Arbeits- und Organisationspsychologie, dass Autonomie was ist, was Menschen unglaublich motiviert. Also wenn sie selber was entscheiden können, wenn sie selber einbringen können, wenn sie selber Kontrolle über ihren Job haben, dann motiviert sie das sehr, sehr stark. Und das wäre total schade, wenn wir das aufgeben würden. Das heißt, würde ich auf keinen Fall machen. Ein Grund, warum wir in vielen Organisationen ja Teams einführen, ist ja auch, um so ein bisschen die Komplexität unserer Organisationsstruktur runterzufahren, also eben weniger Führungskräfte zu haben, also so ein bisschen Autonomie in die Teams reinzulegen, um dann auch so die eine oder andere Ebene an Führungskräften einsparen zu können, um eben in dieser modernen Welt auch ein bisschen flexibler zu werden.
schnellere Informationswege zu haben, dass die Teams auch schnell selber mehr Entscheidungen treffen können, um flexibler auf Situationen zu reagieren. Das macht durchaus Sinn, da diese Führungsebene rauszunehmen. Das ist aber nicht zwingend notwendig. Ein Team kann das, wenn ich das gut aufsetze, sich selbst managen, dann muss ich ein paar Sachen festlegen, dann muss ich ihnen auch die Möglichkeiten geben, das zu tun, muss ich auch trainieren dafür, aber es macht in vielen Situationen auch Sinn. Aber irgendeine Art von Führung muss es geben, entweder eine, die sich spontan entwickelt oder die sich eben rauskristallisiert oder ja, die vom Team selbst bestimmt wird oder die vom Unternehmen reingesetzt wird, aber so ganz ohne Führung. Also ganz ohne Führung funktioniert nichts, weil wir, also das macht gar kein, also eine Organisation macht ja nur, hat ja ein Ziel und wir wollen ja irgendwo hin. Und das heißt, irgendeiner muss immer irgendwo stehen und gucken, dass die anderen das auch machen, beziehungsweise dieses Ziel vorgehen. Das heißt, wir brauchen immer irgendwo eine Führung. Die Frage ist nur, wie viele von diesen Führungskräften brauchen wir und wie genau muss der die Leute steuern. Und ich sage mal, ein Team braucht nicht unbedingt eine Führungskraft, die im Team selber sitzt. Da reicht es, wenn die können praktisch so ihr tägliches Doing irgendwie komplett selbst steuern. Da reicht es, wenn ich praktisch eine Führungskraft habe, die mehrere Teams so ein bisschen supervidiert und coacht, ein bisschen guckt, dass die alle auf Spur sind, dass die aber auch die Möglichkeiten haben, die sie brauchen. Der, wie gesagt, auch als Coaching, der ihnen als Coach zur Verfügung steht und so ein bisschen guckt, wenn die Probleme haben, was brauchen die jetzt. Das brauche ich auf jeden Fall. Aber das muss nicht immer in der Gruppe sein. Und das, ja. Was zeigt denn die Forschung rund um dieses Thema? Du hast gesagt, ein gewisses Maß an Autonomie erhöht den Enthusiasmus und den Spaß an der Arbeit und was auch immer. Aber diese Form von selbstgesteuertem und selbstorganisiertem Team, ist es etwas, was die Mehrheit der Arbeitnehmerinnen haben möchte? Gibt es dazu Forschung oder ist es etwas, was wir uns hier ausdenken? Also das ist auch wieder eine schwere Frage. Wenn ich die Leute frage, würden sie gerne alle so ein bisschen mehr würden die meisten Menschen sagen, sie würden gerne ein bisschen mehr mitentscheiden dürfen. Wenn man sie dann in eine Situation bringt, wo sie mehr mitentscheiden dürfen, finden sie das meistens auch ein bisschen anstrengend. Und dann finden es viele nicht mehr ganz so toll. Das ist auch was so ein bisschen mit dem Bildungsniveau zusammenhängt. Wir haben Mitarbeiter, die sehr hochqualifiziert sind, die wollen meistens relativ viel mitentscheiden. Dadurch kommt auch dieser ganze Push rein in diese Selbstmitentscheidung, weil wir halt heute insgesamt ein höheres Qualifikationsniveau haben. Also wenn wir uns das anschauen, wie sich das in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat, dann sind die heutigen Mitarbeitenden einfach auf einem anderen Level und die brauchen nicht mehr so viel Steuerung, muss man auch ganz klar sagen. Und das ist, die möchten dann auch ein bisschen mehr von dieser Selbststeuerung, weil das macht Autonomie. Andererseits will natürlich jetzt nicht jeder diese Führungsrolle übernehmen und mit dieser Autonomie kommt auch meistens eine sehr starke Verantwortung für seine eigenen Ziele, auch eine sehr starke Rollenklarheit in diesem Moment, wer für was verantwortlich ist. Und das ist wiederum was jetzt nicht alle mögen, weil das ist natürlich auch mal ganz nett, sich hinter seiner Führungskraft verstecken zu können. Das muss man eben auch wenn man seine Teams baut, auch so ein bisschen oder entwickelt, muss man das so ein bisschen auch berücksichtigen, dass man erstmal rausfindet, was wollen die Leute. Also wie viel von dieser Autonomie finden die eigentlich gut. Das kommt immer so ein bisschen auch an, was ich da für Mitarbeiter. Das heißt, du würdest sagen, so dieses autonom und verantwortlich arbeiten ist etwas, was das Unternehmen nicht einfach dekretieren kann. So nach dem Motto, ihr arbeitet jetzt so und ab heute gelten folgende Regeln und ansonsten macht das so, wie ihr denkt? Ich würde es nicht machen. Also ich habe selber, bevor ich wieder zurück in die Wissenschaft gegangen bin, selber als Führungskraft gearbeitet und hatte ich auch ganz klar auch Gespräche mit Mitarbeitern, die auch gesagt haben, ich will das nicht. Also ich will nicht noch mehr Verantwortung. Und ich will auch diese Autonomie, ich will auch einfach mal einen Chef haben, der diese Verantwortung übernimmt. Und das muss ich auch als eine Organisation, muss ich das nicht zwingend akzeptieren. Ich kann auch sagen, es ist so.
aber ich muss mir dann darüber im Klaren werden, dass diese Mitarbeiter damit nicht zufrieden sind. Das kann schon mal sein. Das finde ich, da sollten wir schon auch ein bisschen vorsichtig sein, wie du vorher gesagt hast, dass wir da nicht unser eigenes Bild drüber stülpen. Da sind dann vor allem, also die Menschen, die darüber diskutieren, sind die Führungskräfte, sind Forscher, sind Journalisten, sind Autoren, die alle das auch sehr, sehr gerne machen und die sehr gerne autonom sind und die sehr gerne auch selber Entscheidungen treffen. Und da sollte man ein bisschen vorsichtig sein, dass wir da nicht den Rest der Menschheit so ein bisschen außen vor lassen. Und das macht dieses Führungsthema so ein bisschen kompliziert. Also ich würde da sehr stark auch so ein bisschen versuchen reinzuhören in meine Organisation, wie viel Verantwortung wollen die. In den meisten Organisationen, in denen ich so war, die ich so kennengelernt habe, würde ich sagen, da ist schon noch, aber da ist noch ein ganz ordentliches Stück Spiel nach oben im Sinne von, ihr könnt den Leuten viel mehr zutrauen, als ihr ihnen gerade zutraut. Also die meisten Organisationen bevormunden ihre Mitarbeiter schon sehr stark. Also ich sehe das eher selten in der Praxis, dass ich irgendwo hinkomme und sage, die überfordern ihre Mitarbeiter massiv. Das gibt es total selten. Jetzt sind wir eigentlich schon mitten in der Frage, was für ein Umfeld Teams brauchen, damit sie erfolgreich agieren können. Möglichst wenig von außen gesteuert, möglichst viel Autonomie, aber also was brauche ich für ein Setting, für einen Rahmen, in dem sich Teams dann erfolgreich in Setting. Also ich brauche für ein Team erstmal eine klare, also ich, Teams braucht klar, ein Team braucht ein klares Ziel, das braucht also klare Vorgaben von außen, was sie auch machen sollen. Die brauchen natürlich die Ressourcen, um das dann auch zu bewältigen, das ist ganz wichtig. Intern und extern, also das kann auch Zeit sein, also wenn ich an was arbeite, brauche ich natürlich auch die Ressource, ich brauche die Skills, die ich dann brauche. Ich brauche diese Führung, entweder im Team oder zumindest jemand, der da ist, um auch zu reagieren, wenn wir ein Problem haben. Und was wir nicht vergessen dürfen, gerade wenn wir Teams zusammenbauen, wir brauchen erstmal Zeit. Also die Teams brauchen auch eine Zeit, um eben auch zu wachsen. So ein High-Performance-Team fällt nicht vom Himmel und so nach dem Motto, wir haben jetzt mal 5 Leute aus der Organisation zusammengebunden, die fahren übers Wochenende weg und dann sind die im High-Performance-Team. Das ist nicht, sondern die brauchen eine Zeit, um sich zu finden und um auch Prozesse einzuschleifen. Und das ist auch was eine Organisation auf jeden Fall auch bedenken muss. Das heißt, diese Zusammenarbeit im Team, die muss auch immer neu ausgehandelt und justiert werden. Genau, also genauso wie sich die Welt total verändert, verändern wir uns auch in dieser Welt. Also wir sind nicht mehr die gleichen Leute, die wir vor 2, 3 Jahren waren. Gleichzeitig verlässt immer wieder mal einer so ein Team und es kommen neue Leute rein. Lebenswelten verändern sich von Menschen und das muss immer wieder neu ausgehandelt werden. Also das ist nicht so, dass wenn es einmal funktioniert, dass es dann immer weiter funktioniert. Was gut ist, ist, dass gut funktionierende Teams meistens eben auch diese Skills als Team aufbauen, das miteinander auszuhandeln. Also die haben eben wenn ich ein Team habe, das schon mal so eine Krise durchlebt hat und schon mal gemerkt hat, dass sie eben praktisch irgendwelche, dass ihnen Sachen runtergefallen sind und die Lösungen dafür erarbeitet haben, die tun sich natürlich leichter beim nächsten Mal das wieder aufzubauen. Also das Spannende, warum auch viele Unternehmen natürlich inzwischen wieder auf Teams setzen, ist dieser ganz klare Fokus, dass ein Team natürlich ein total gutes Environment ist zu lernen. Also so ein Team lernt einfach, kann auch voneinander lernen und die können natürlich auch Wissen in der Organisation auf eine sehr gute Art speichern, weil sie es einfach weitergeben können an die jüngeren Teammitglieder, die jetzt neu dazukommen. Und von daher kann ein gutes Team so ein paar Skills lernen, die sie dann beim nächsten Mal wieder anwenden müssen. Aber ja, auch in einem guten Team, was gut funktioniert, wird es irgendwann mal wieder krachen, wird es auch mal wieder Phasen geben, wo sie nicht so performen, wie sie vorher performt haben. Und das ist ein konstanter Handlungsprozess im Team und natürlich auch ein konstanter Führungsprozess der Führungskräfte. Ja. Wenn das Team soweit ganz gut funktioniert, dann ist es erfolgreich, erreicht seine Ziele. Ist es dann schon ein High-Performance-Team? Oder anders gefragt, was ist denn dieses von allen so verzweifelt gesuchte High-Performance-Team? Was unterscheidet ein High-Performance-Team von einem Good Performance Team?
Also dieses High-Performance-Team, diese Idee, die kommt so ein bisschen aus den 90ern. Da haben wir auch noch andere Anzüge getragen, mit so Schulterpolstern und so. Also das ist so ein Spiel aus den 90ern, ja, vorne dabei sein. Ja, ursprünglich war das mal wirklich dieses, das sind die Überperformer. Also das sind die einfach die über das Ziel hinausschießen, die mehr als das schaffen, was wir ihnen sagen. Das sind die High-Performer. Aus meiner Sicht ist das ein bisschen zu kurz gegriffen. Also wenn wir uns mal so die Praxis anschauen, die Teams, von denen wir wirklich sagen würden, das sind die High-Performer, das sind nicht nur einfach die Ziele reißen und jedes Jahr irgendwie noch 20% drauflegen auf das Ziel, sondern das sind Teams, die einfach auch nochmal, die auch als Vorbild in der Organisation funktionieren, also an denen sich die anderen auch so ein bisschen hochziehen, an denen die anderen sich auch manchmal ein bisschen abarbeiten und sagen, hey, so wollen wir auch werden. Die haben einfach nochmal mehr so eine Gruppenkohäsion, die haben auch den Spirit, die strahlen auch mal nach außen was ab, die können auch mal die Organisation, die bringen die Organisation auch weiter, die pushen die Organisation, die probieren auch vielleicht mal Sachen aus, die jetzt die Organisation nicht von ihnen gefordert hat oder eigentlich gar nicht will, aber die einen weiterbringen. Das ist wirklich so, wie wir vorher gesagt haben, so eine Kraftzelle in der Organisation, die das Ding wirklich nach vorne treibt. Und das ist halt schwierig zu messen, das kann ich nicht mit einem einfachen Ziel, da kann ich nicht sagen, 20% überperformen, sondern da spielt noch so viel mehr rein. Das muss man ein bisschen holistischer betrachten. Klingt auch nach einem relativ, sagen wir mal, nach qualitativen Ziel, also genau. Serien und nicht quantitativ, sondern es ist dieses Wissenssharing oder sonst was. Genau, aber das kann ich, das muss ich eben noch, da muss ich mir auch als Organisation darüber im Klaren sein, wenn ich rufe ich jetzt High Performance aus, einfach nur als überperformed auf meinem einen Ziel, oder möchte ich auch ganz klar, dass die Teams auch, also genauso wie wir mal angefangen haben, wegzukommen von simplen Modellen, das und das wollen wir von dir, sondern dass wir Kompetenzen eingeführt haben, auch im Leistungsmanagement, eben genau aus diesem Grund, weil wir gesagt haben, hey, das ist auch qualitativ was anderes, was wir von dir möchten oder wo wir dich hin entwickeln wollen. Genauso ist es bei Teams. Also ich muss mir einfach auch da auch mehr verschiedene Ebenen angucken, auf denen ich möchte, dass das Team gut ist oder vielleicht auch besser wird. Wenn Teamorientierung jetzt in der Organisation heißt, dass ich eben gucke nach Teamerfolg, ich bewerte nicht mehr den individuellen Erfolg, sondern den Erfolg des Teams, und im Fokus steht nicht die High Performance, um bei dem Thema zu bleiben, eines einzelnen Menschen, sondern des gesamten Teams. Wo bleibt denn dann der individuelle Mensch, der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, droht dann nicht die Gefahr, dass sie sozusagen kollektiviert werden? Ja, also für ein gut funktionierendes Team brauche ich so ein paar Sachen. Also das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen. Also ich brauche, glaube ich, ich brauche von nach außen so eine Accountability. Ich muss auch klar diese Rollen und diese Rollen innerhalb des Teams nochmal so ein bisschen klären und wer macht was, diese Verantwortlichkeiten. Ich brauche ein großes Vertrauen in die anderen Teammitglieder. Also ich muss vertrauen, das ist auch was braucht, das muss wachsen. Vertrauen kommt einfach nicht so direkt vom Himmel, damit ich mich da auch drauf einlassen kann, damit ich eben mich auch als Teil von dieser Gruppe wahrnehme. Ich brauche dann, und dann wächst auch so eine Zusammengehörigkeit. Diese Zusammengehörigkeit, die gehört da mit dazu. Und das Problem ist, wie alle guten Sachen, ist dieser Team-Spirit und diese Zusammengehörigkeit ist eine tolle Sache bis zu einem gewissen Grad. Und dann wird es irgendwann so, kippt das Ganze. Dann geht die Performance runter, dann werden auch die Entscheidungen, die das Team trifft, schlechter, dadurch, dass sie das Team über alles stellen. Und dann wird es auch für das Individuum nicht mehr so toll, wenn es sich nur noch über das Team definiert. Das ist, sag ich mal, in der individualistischen Gesellschaft, in der wir leben, jetzt eher seltener ein Problem, muss ich ganz ehrlich sagen, für den Großteil der Leute. Aber einzelne Personen können da schon ein bisschen anfällig dafür sein. Also wenn dieses Team, in dem sie dabei sein können, so viel besser ist wie alles andere, was sie so haben, dann wird da ganz schnell so eine Geschichte draus, dass sie sich da so ein bisschen drin verlieren können.
Da muss ich natürlich als Führungskraft auch ein bisschen darauf achten, dass es da nicht diesen einen gibt, der wirklich alles oder diese eine, die alles für das Team gibt und wo das dann nur ein bisschen gefährlich wird. Aber meistens würde ich sagen, ist das, also ist, haben wir nicht so viel Kohäsion in der Gruppe drin, ist das dann so. Wenn wir mal, das ist jetzt eine typische Journalistenfrage, pauschalisierend, generalisierend und damit wahrscheinlich auch völlig an der Thematik vorbei. Ich stelle sie trotzdem. Wie weit sind denn Unternehmen in Deutschland auf dem Weg hin zu dieser teamzentrierten oder teamorientierten Organisation? So wie du sie gerade skizziert hast. Nicht besonders weit, muss man ganz klar sagen. Also wir merken, dass die Treiber für diese neue Teamorientierung, die kommen von außen. Also die kommen wieder mal aus der Umwelt. Das heißt, wir haben gerade so eine Welt, diese VUCA-Welt, die einfach von uns verlangt, dass wir sehr schnell und sehr flexibel reagieren. Da haben wir gemerkt, kürzere Entscheidungswege. Wir brauchen irgendwo in der Organisation Gruppen von Leuten, die relativ schnell Dinge umsetzen können, die kreativ sein können. Und da sind Teams eine sehr schöne Kombination aus. Die können, wir haben kurze Entscheidungswege, die können sehr schnell reagieren. Wir haben eine Gruppe von Leuten, die wir divers zusammensetzen können. Das heißt, die können auch sehr schnell eine kreative und eine innovative Lösung finden und die umsetzen. Das ist total spannend. Und ich kann gleichzeitig so ein bisschen Komplexität in meiner Organisationsstruktur reduzieren im Sinne von Ebenen einsparen. Das ist das Schöne und das kommt von außen und deshalb machen wir es gerade, weil wir das auch brauchen. Ich glaube, die Organisationen tun sich damit ein bisschen schwer, weil gerade dieses Autonomie-Thema ist eins, das, wo viele Unternehmen noch nicht drauf vorbereitet sind. Auch dieses, was wir jetzt gerade in der Corona-Krise lernen, so dieses Führen auf Distanz und wie kann ich eigentlich meine Leute führen, ohne dass ich sie sehe, vielleicht auch mit einer gewissen technischen Unterstützung. Das ist was Neues für die meisten und das müssen wir erstmal lernen, das müssen die Führungskräfte lernen in vielen Organisationen immer noch. Wir reden zwar schon 20 Jahre drüber, aber es ist immer noch, ja, sind immer noch neu für viele und das ist eine Sache, da muss man die Führungskräfte trainieren und die Organisationen müssen insgesamt ihren Mitarbeitern da auch ein bisschen mehr zutrauen im Sinne von, hey, wie viel Autonomie, wie viel Selbstverantwortung kann ich den Leuten geben? Das hilft, da haben wir noch Spiel nach oben. Und die Mitarbeiterinnen müssen sich selber dann eben auch was zutrauen. Exakt, genau. Also das ist auch lernen, dass sie mehr können als. Genau, also Teams sind eben, wie gesagt, also wie alle guten Sachen im Leben, entstehen diese positiven Effekte nicht von nichts. Also das ist harte Arbeit und das ist auch eben mit dieser Autonomie und diesen selbstverantwortlich sein und dann auch sehen, hey, das habe ich gemacht, was auch unglaublich wichtig für uns ist, dass wir sehen können, hey, ich lerne jetzt hier was und ich weiß hier was und ich kann was Tolles machen. Das sind alles Dinge, die kommen mit einem Preis und das ist eben genau dieses, ich bin jetzt verantwortlich, auch in den schlechten Zeiten, jetzt bin, da gibt es Ziele, die muss ich erreichen, es ist transparent, wie wir performen, wir müssen das auch alleine mal hinkriegen. Das sind Dinge, da müssen wir uns auch dran gewöhnen, da müssen sich Mitarbeiter dran gewöhnen. Und da bin ich immer glücklich, wenn ein Unternehmen das jetzt nicht versucht, einfach mal so reinzuhauen und zu sagen, ab morgen arbeiten wir in agilen Teams. Wir haben da ein Buch mitgebracht und das lesen wir jetzt alle mal gemeinsam und dann machen wir das. Sondern das ist ein Wachstumsprozess, wo wir langsam auch hinkommen. Das haben wir auch jetzt gerade die letzten Jahre gemerkt. Alle haben auf Agilität geschielt und haben gesagt, das ist die Lösung für all unsere Probleme. Und dann haben ganz viele eben versucht, sehr schnell das Ganze umzusetzen in so einer Art und dann gemerkt, das funktioniert nicht. Und jetzt sind alle desillusioniert und sagen, oh, das funktioniert bei mir gar nicht. Was hauptsächlich davon stammt, dass sie sich einfach auch nicht die Mühe und die Zeit gemacht haben und die Zeit genommen haben, das sauber zu machen und auch diese Skills bei sich in der Organisation aufzubauen. Transformation kommt eben nicht über Nacht. Kommt nicht von über Nacht und kommt auch nicht, also das ist nicht so, es gibt nicht eine clevere Idee und wenn ich die mache, dann wird alles gut. Also
das ist halt immer Arbeit. Schade. Das war ein schönes Schlusswort. Es ist eben Arbeit. Und ich würde zum Schluss kommen und mich erstmal bei dir bedanken für diese knappe halbe Stunde. Es war super spannend und ich denke, wir werden an dem Thema Teams noch lange rumdiskutieren, bis es dann auf einmal wieder verschwindet, so wie du gesagt hast. Es geht in Wellen, aber vielleicht haben wir verstanden, wie es funktioniert, wenn es dann wieder verschwindet. Wir gehen gut hin. Wir weiter zusammenarbeiten. Aber es ist insofern eine ganz schöne Überleitung zum New Management Talk der kommenden Woche. Da haben wir nämlich Colette Rückert-Hennen bei uns zu Gast. Die ist CHRO bei ENBW und sie wird eben genau darüber sprechen mit uns, wie HR diese Transformation menschenzentriert vorantreibt, am Beispiel von ENBW. Und ich werde einiges von dem, was wir heute besprochen haben, in das Gespräch kommende Woche nochmal mit reinbringen und fragen, wie das eben der Personalvorstand, die Personalvorständin von einem größeren Energiedienstleister angeht und sieht. Und jetzt erstmal nochmal vielen Dank, Patrick, für deine Zeit. Sehr gerne. Ich hoffe, es hat dir so viel Spaß gemacht wie mir und euch draußen auch. Und ich wünsche euch einen schönen Nachmittag und ein schönes Pfingstwochenende. Bis bald.